zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Es ist unsere 99. Folge und ja genau, nächste Woche gibt es die. Na, ihr wisst schon, aber dazu gleich mehr. Denn bevor es soweit ist, haben wir hier noch einiges zu berichten, deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Sollten euch oder dich verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schau doch dazu am besten mal auf unseren Kanal. Hier gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Abonnieren lohnt sich also. Und nun rein ins Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Wohnhaus. Für die von euch, die neu dabei sind, erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg auf dieses Video, vielleicht auch auf unseren Kanal gefunden habt. Was das Thema Wohnhäuser angeht, das hatte ich ja schon in vorherigen Folgen immer mal wieder erwähnt. Grundsätzlich sind Wohnhäuser immer wieder interessant. Keines gleich dem anderen. Es gibt große und kleine, wirklich alte und schon optisch sehr uninteressante, aber auch sehr schöne, wo man sich fragt, warum so etwas leer steht. Man weiß also nie, was einem erwartet, wobei das wieder für jeden dieser verlassenen Orte gilt. Allerdings wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, da sind ja eh nur Wohnungen drin. Allerdings geht es ja im seltensten Fall um die Gebäude oder um die Wohnungen selbst, sondern um die Zeit, wo die Häuser entstanden, um die Menschen, die darin lebten und viele, viele Jahre, ja teilweise Jahrzehnte in ihren Wohnungen wohnten, bis diverse Umstände sie zu Veränderungen drängten und die Gebäude am Ende verlassen zurückblieben. Das Gebäude ist also wie eine Art Geschichtsbuch und da wollen wir doch mal sehen, was uns dieses hier erzählen kann. In unserer allerersten Folge, übrigens auch unser allererster verlassener Ort überhaupt, den wir filmen konnten, die Folge dazu verlinke ich euch jetzt hier oben rechts, waren wir auch in einem Wohnhaus zu Gast. Was wir dort allerdings fanden, startete dieses Hobby. Sicherlich war es ein reiner Glücksfall, aber eines sei euch gesagt, Wohnhäuser lohnen sich und bringen interessante Einblicke in ihre ehemaligen Bewohner, deren Lebensweise, Alltag, Probleme und ihre Zeit. Dieses Gründerzeithaus steht übrigens nicht in Leipzig, sondern in Zeitz im Burgenlandkreis. Auch die Gebäude daneben stehen alle nahezu leer, aber um die soll es heute nicht gehen. Eine genaue Baudatierung war leider nicht herauszubekommen, da aber der gesamte Straßenzug unter Denkmalschutz steht, entstand dieses Wohnhaus wie eben auch seine Nachbarn so vermutlich zwischen 1880 und 1910. Wie ihr am Anfang sicherlich gesehen habt, war das Gebäude von vorn komplett vermauert, aber hinten kam man dennoch rein, was vermutlich auch daran lag, dass es ein Jahr zuvor im Keller brannte und man der Sicherung vermutlich nach so kurzer Zeit nicht nachkommen konnte. Hofseitig gab es ein kleines zweistöckiges Gebäude, dessen ursprüngliche Nutzung war aber nicht mehr herauszufinden, da es einem Feuer zum Opfer fiel und bis auf die Grundmauer zerstört wurde. Es wirkte wie eine Kriegsruine im Hinterhof. Der erste Blick verhieß also nichts Gutes und wir rechneten mit allerhand Müll und Unrat, aber auch hier trügte der erste Schein. Denn das Gebäude und seine 10 Wohnungen waren in einem verblüffend sauberen Zustand. Der Kellerbrand, den ich vorhin erwähnte, fraß sich im Erdgeschoss durch die Decke und hinterließ auch hier seine Spuren und Schäden. Je höher wir aber kamen, desto mehr konnte man etwa eingrenzen, wann der letzte Bewohner auszog. Es wird wohl vermutlich etwa Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Zumindest sagen das die elektrischen Anlagen im Keller und die Ausstattung der Wohnungen, in Klammern ziemlich DDR-lastig. Zeitz ist wohl der größte Verlierer der Wiedervereinigung Deutschlands. Kaum eine Stadt im Osten verlor nach der Wende so viele Unternehmen, Arbeitsplätze und Zukunft, weswegen die Familien ihre Kinder nahmen, Hab und Gut packten und die Stadt verließen. Seit Anfang der 50er Jahre, wo man die höchste Einwohnerzahl mit mehr als 46.000 verzeichnete, ist sie eben auch rückläufig. Vor allem aber nach der Wende 1990, hier schätzte man die Einwohnerzahl auf um die 40.000. 28 Jahre später zählt man in Zeitz nur noch 28.000 Bürger, wobei der Altersdurchschnitt ebenso leidet. Immer weniger junge Menschen leben hier in Zeitz. Das bringt viele Probleme mit sich. Ein Beispiel ist die Feuerwehr, die sich in nur wenigen Jahren von einer Freiwilligen zu einer Hauptamtlichen umwandeln musste, um den Brandschutz weiterhin sicherstellen zu können. Denn es gibt immer weniger freiwillige Kräfte, die zur Verfügung stehen. Die wenigen, die es gibt, arbeiten meist auswärts und können deswegen nicht am Einsatzgeschehen teilnehmen. Es gibt immer weniger Lehrstellen durch angesiedelte Firmen, aber insgesamt siedeln sich auch immer weniger Firmen hier in der Stadt an.
Also Probleme, Probleme, Probleme. Oder um es mit einem Zitat zu sagen, Probleme sind da, um sich zu vermehren, zumindest hier in Zeit. Aber mittlerweile hat man nach nun 30 Jahren die Erkenntnis erlangt, entgegenzusteuern und so gibt es immer mehr neue Projekte, um die Stadt für Unternehmen, Familien und deren Kinder wieder attraktiv zu machen. In diesem Zusammenhang verschwinden nun auch in Zeitz immer mehr der altbekannten Industrieruinen, für die jahrzehntelang das Geld fehlte, um sie entweder zu sanieren oder abzureißen. Ein Beispiel ist hier die Wünsch und Pretsch Phoenix Kinderwagenfabrik, die später auch zum Zekiwa-Kombinat zählte. Auch diese Fabrik stand unter Denkmalschutz, aber jahrzehntelang fehlten die Nutzungskonzepte und natürlich auch das Geld. Am Ende folgte 2017 der Abriss. Zu diesem Objekt wird es in der Zukunft auch noch eine Folge geben, denn wir waren zum Glück noch vor dem Abriss vor Ort. Sollte die Folge dann online sein, dann werde ich sie hier oben rechts verlinken. Drücken wir also mal die Daumen, dass sich hier bei diesem Wohnhaus etwas in positiver Hinsicht tut. Aktuell kann man es ja sogar kaufen bei einer Firma in Leipzig, wobei ich keinen Preis herausfinden konnte. Also warten wir einfach mal ab, so wie schon seit 25 Jahren. Nächste Woche empfehle ich euch übrigens ein bisschen Zeit mitzubringen. Wir feiern gemeinsam mit euch die 100. Folge. Tatsächlich, es ist schon soweit und ich hätte nicht gedacht, dass es doch so schnell geht, aber jetzt ist sie da. Es wird also wie immer äußerst interessant, geschichtsreich. Lasst euch also überraschen. Ich verbleibe nun mit den besten Grüßen und natürlich wie immer noch einigen Bildern zum Objekt. Bleibt auf jeden Fall gesund. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis bald und ciao.